Guckt mal, was ich da gefunden habe. Da steht, ein Störenfried außerhalb oder von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen, schließt sie wahrscheinlich in der Kirche ein und wartet auf Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt einen Schlüssel in der Höhle. Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Die Kreatur macht mir ja schon mal Sorge. Und der Schlüssel ist auf der anderen Seite vom See in einer Höhle. Das heißt, ich komme hier vermutlich gar nicht. See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Naja, natürlich, die Kreatur, hatte ich doch gesagt. So, jetzt ist die Frage, wo ist der See und wo ist die andere Seite von der Höhle? Moment, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Sehen wir hier irgendwo einen See? Ich sehe keinen. Vermutlich der da, oder? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu dem See? Vielleicht hier so lang, ne? So über den Bauernhof und dann zurück. Weil alles andere. Warte mal, wo war denn dieses da? Dieses Tor ist ja zu. Ja, das Tor ist zu und es bleibt auch zu. Ist denn hier. Also, was mich jetzt frage, ist denn hier ein Schlüssel? Ja, da ist in der Tat ein Schlüssel. Okay. Und das, dieser Schlüssel, der muss auf der anderen Seite vom See sein. Naja, dann gehen wir halt auf die andere Seite vom See. Täuscht mich das oder wird es dunkler? Warte mal, wo, hier müssen wir lang. Muss gleich nochmal auf die Karte gucken, das ist alles ganz okay. Ich frage mich, ob es Respawn gibt. Also jetzt hier irgendwie rechts um die Ecke, ne? So irgendwie da so lang. Wäre auch zu einfach gewesen. So, hier ist der komische Verkaufsfuzzi nochmal. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Hab ich? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Ach so, ja, Tatsache. Ich Gute habe Arbeit. Grabschänder, genau. Spinell. Hab seltene Ware im Angebot, So, was haben wir denn Fremder. da zu kaufen? Erhalten. Ich habe 3 Stück, damit kann ich einen gelben Diamanten kaufen. Was auch Es immer. gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja. Wie viel Geld habe ich? Eigentlich nicht genug. Das können wir uns eigentlich sofort sparen. Das Ding ist immer noch im Sonderangebot. Hätte ich Na dann, irgendwas zum was kann ich für dich tun? Verkaufen? Naja, tonnenweise eigentlich. Ich weiß nur nicht, ob diese. Im Grab bringt dir dein ganzer Da. Krempel wenig. Lässt sich sicher verkaufen. Der elegante Haarschmuck, den verkaufen wir mal. Den Schlüssel zur Jagdhütte heben wir natürlich auf. Smaragd, Punisher. So, verkaufen. Ein hervorragender So, je. Deal. Jetzt. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Ja, jetzt können wir uns das Warum kaufen. probierst du nicht mal eine neue? Stirb Halt mir da doch draußen nicht einfach weg. mal die Gusche. Der textet einen so zu. Aufbewahrung. Können wir irgendwas. Die habe ich gerade gepimpt und da habe ich mir gerade das Zielfernrohr für gekauft. Also, ne, ist das so. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, kann ich irgendwas herstellen? Nein. Warte auf, dann machen wir mal Folgendes. Wir haben so viel Munition, da können wir ein bisschen was von dem Zeug weg tun. Und zwar. Ne, nicht wegwerfen. Du pack das doch mal hier rüber. Wie mache ich das? Ich will das aufheben. Automatisch sortieren. Bewegen. Shift. Darüber. Nein. Aufbewahrung. Wie mache ich das? Wer jetzt hier macht. Wollte ich gar nicht. Ich will das hier. Ich will das aufbewahren. Warte mal, das kann ich gar nicht da rein tun. Warum nicht? Warum kann ich die Sachen nicht. Warum kann ich die Rohstoffe da nicht rein tun? Geht auch nicht. Nee. Ich habe irgendwie das Problem. Ich habe das mit dem Aufbewahren nicht verstanden. Wählen Sie ein zu verstauendes Objekt. Na, das hier. Bestätigen. Geht aber irgendwie nicht. Ich will es nicht wegwerfen. Zurück. Ich bin zu blöd, das zu verstauen.
Was sind das hier? Achso, das sind die. Ich hätte es gerne mal verstaut, aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht geht es aber nur hiermit. Achso, es geht tatsächlich nur, guck mal, es geht tatsächlich nur mit bestimmten Objekten. Warum? Mit Rohstoffen geht's nicht. Warum, warum, warum? Gut, dann verstauen wir das mal und das. Und lass mich raten, ich kann aber trotzdem noch nicht, Willkommen! Kann das Ding trotzdem noch nicht kaufen. Nee, ne? Ich hab nur nächstes halt. Mal kaufst du aber was, ja? Ja, ja, ich kaufe nächstes Mal was. So, wir gehen zurück hier durch das Ding. Ich brauche noch Schlangen. Ums, warte mal. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt müssen wir irgendwie hier durch und dann da durch und dann da irgendwo. Alles klar. Ich hoffe, es gibt keinen Respawn. Das werden wir dann sehen. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. So, jetzt mal gucken. Gerade durch. Ne, warte mal, hier rum. Ne, wie kommen wir denn da hinten hin? Gute Frage. Hier würde ich gerne hin. Hier könnte ich tatsächlich durch. Interessant. Jetzt ist die Frage, wo... Warte mal, hier, ne? Ja, das sieht gut aus. Komme ich nur nicht wieder zurück. Aber ich denke mal, so ist das Leben. Wir gehen natürlich nochmal hier und hier gucken, ob hier irgendwas rum... Ist da irgendwas drinne? Nein. Alles gut, hier waren wir auch schon. Und da waren wir wahrscheinlich auch schon. Ja. Okay. Wir haben also quasi sowas wie eine Open World. So. Bin ich hier richtig? Ja. Jetzt müssen wir hier lang. Was haben wir denn da? Weiß ich nicht. Wir können ja hier nochmal so ein paar Sachen abklappern. Ich finde das ganz cool, dass man hier... Was ist denn das hier? Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Okay, können wir gleich mal speichern. Dass man hier quasi an den alten Orten nochmal vorbeikommt. Das ist ja gar nicht mal so blöd, wie wir vielleicht festgestellt haben. Pass bloß auf, nicht, dass hier doch Respawn ist. Da hinten ist noch irgendwas. Wollen wir da mal gucken gehen? Warte mal, hier soll noch irgendwas sein. Was denn? Wo denn? Eigentlich hier irgendwo, oder? Bin verwirrt. Hat das einen Grund, dass da so gelbe Dinger drauf sind? Bestimmt. Soll ich mal einen Schuss vergeuden? Vergeude mal einen Schuss. Na lecker. Tatsache. Eine dreckige Perlenkette. Okay, die kann man bestimmt verkaufen. Und jetzt müssen wir da lang, genau. Haben wir da noch irgendwas? Nee. Na gut, hier sind noch so ein paar. Komm, wir gucken uns da nochmal ein bisschen um. Kann ja alles gebrauchen. So, hier war auch noch irgendwas. War die Tür offen? Nein, aber von der anderen Keine Seite. Chance. Von der anderen Seite. Wer oder was rumpelt denn hier so? Halt, warte mal. Ein Dingsbums. Das wäre das gewesen. Okay, geschafft. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier muss noch irgendwas sein. Auch zu. Mann, jetzt. Verschlossen. Tu der doch nicht so. Was haben wir denn hier? Was war das nochmal? Ah, warte mal, das geht jetzt. Nicht. Okay. Geht nicht.
So, da kommt man nicht ran. Da kommen wir auch nicht ran, weil da eine geschlossene Tür ist. So, dann gehen wir jetzt wohl oder übel wieder den Weg zurück und dann gehen wir hier lang, ne? Ja. Aber alles unter Kontrolle. Warte mal, was waren hier noch? Nee, da brauchen wir auch nicht hin. Knarz, knarz, bitte nicht einstürzen. Das gefällt mir nicht. So, warte mal, jetzt müssen wir. Das war das Haus, genau. Jetzt müssen wir nach rechts. Also hier lang. In dieser Folge stirbt kein einziges Monster. Ha, scheiße, was sind das? Was soll ich denn da jetzt? Wie soll ich denn da lang? Da sieht es so blöd aus. Okay, hier kommen wir gar nicht lang, oder? Nur hopst da doch mal rüber. Okay, da kommt er gar nicht rüber. Wie sollen wir denn da jetzt durch? Also das sieht aber aus, als käme man da lang. Aber hier kommt man nicht lang. Das ist Ende Gelände. Da ist zu, aber da ist halt nicht zu, ne? Irritiert mich jetzt maßlos. Nicht, dass wir hier runter müssen. Nee, das sieht mir irgendwie. Das sieht mir. Nee. Da kommen wir aber auch nicht lang. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist wirklich. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist wirklich das hier. Haus des Dorfvorstehers. Wo wollen wir denn hin? Also wir wollen zum See. Ich kann ja nochmal an das Haus hier gucken, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Er keucht sich ein und keucht dir doch einen Wolf. Warte mal, hier geht's auch nicht weiter, ne? Wo geht's hier? Ne. Kann man auch vergessen. Ne, da kommen wir ja auch nicht durch. So, und schon seht ihr mich ziemlich perplex. Und fragend, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich meine, ich. Das sähe mir. Da geht es aber auch nirgendwo weiter. Gut, also nochmal zurück. Irgendwo müssen wir ja hier irgendwie weiterkommen. It's a long way to Cincinnati. It's a long way to go. Wo müssen wir lang? Da geht's ja auch nicht weiter, oder? Ne, da haben wir dann höchstens dieses Ding aufgemacht. Und dann sind wir hier lang gelaufen. Sind aber auch nicht weitergekommen. Was ist denn das da hinten? Warte mal, da gucke ich mal ganz kurz noch. Meine eine Gutes hat es. Wir finden hier alle möglichen Dinge, ne? Ja, können wir hier nochmal runterhopsen? Na, du hopst doch mal. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Nö, hier waren wir noch nicht. Was? Eine Weinkanne? Naja, kann man auch kaufen. Schätze kommen in unter wichtigen Schätzen können Sie Ihre gesammelten.
Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie... Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Das heißt, wir können jetzt... Wo sind denn Schätze? Herstellen. Wo sind denn meine Schätze? Karte. Wichtige... Warte mal. Wichtiges und Schätze. Hier, jetzt können wir da nehmen und sagen... Edelstein einsetzen. Was ist denn nun... Da könnte ich jetzt Edelsteine einsetzen. Und zwar welche? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal... Ich habe ja keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal hier Rot. Ja. Bestätigen. So. Jetzt ist er auf einmal 7000 wert. Naja. Und jetzt haben wir nochmal Blau. So. Jetzt ist er 12.100 wert. Zwei Farbenbonus mal 1,1. Na, das ist ja toll. Ist jetzt nicht so toll, oder? So, jetzt wissen wir wenigstens, wofür das gut ist. Was können wir damit machen? Untersuchen. Eine mit Perlen verzierte, wegen ihres schlechten Zustands durch Schrubben oder was? So. Naja, zumindest können wir jetzt verkaufen gehen. Ist ja auch nicht schlecht. Kick. In dieser Folge ist kein Zombie gestorben. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ist die Frage, ne? Kick. So, hätten wir das auch geschafft. Ich meine, eine gute... Jetzt hätten wir da noch diesen... Ah, das ist dieser... Dieser komische... Komische Laden. Ah! Mann! Blöde Kuh! Ich wollte dich doch nur... Nein, nein! Nein! Nein, nein! Was? Oh Gott! Oh Gott! Oder die Kuh kommt. Man darf sich auch nicht mit den Kühen anlegen. So, jetzt müssen wir zum Händler. Der Händler ist da um die Ecke. Ohne Witz. Wie kommen wir der ab durch die Plörre. Ist hier richtig? Ja. Oder? Und da haben wir da geht's irgendwie runter und dann kommen wir wieder mal raus. Das wollen wir aber eigentlich nicht. Komm mal raus rein hier. So. Jetzt können wir zumindest mal was verkaufen bei dem. War das richtig hier? Ja. Ich hab neue Ware. Halt willkommen. Die Klappe. Ich hab was Neues für dich. So. Hier, das können wir verkaufen und das können wir verkaufen. Besten Dank. Bitte sehr. Können wir eigentlich noch mal ein bisschen tunen, oder? Was mir gefallen hat, ist hier die... Das Ding eine hier. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh. Angriffskraft. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, das ist in der Tat. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit. Mal ganz ehrlich, dann lieber nochmal ein... Dann haben wir hier eine vollgepimpte Schrotflinte. Oder was hätten wir hier noch? Das ist ja so eine miese Angriffskraft, das Ding. Ja, komm, wir verbessern mal das Ding nochmal. Probier mal, ob's passt. Da so. Wäre noch neue Ware. Angenehme Reise. Halt mal die Guschen. So, aber hier kommen wir doch nicht weiter. Ich guck mir da hinten nochmal um. Jetzt laufe ich hier schon 20 Minuten in der Gegend rum. Ich lese mir gleich nochmal den Questlog durch. Das Questlog durch. Keuch, keuch. Ich meine, wir haben ja jetzt eine
da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Und da war Ende Gelände. Warum liegt denn da jetzt auf einmal noch eine Blendgranate? Habe ich da nicht gespeichert gehabt? Mir war schon so. So, jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte nochmal an. Moment. Nee. So. Notizen. Polizeimarke. Karte des Seeufers. Ja, es ist ja... Kann das mal genauer... Wo bin ich denn vor allem? Wo bin ich? Das ist die Kirche, glaube ich, oder? Dann sagt er hier unten lang. Und dann da lang. Ich weiß nicht, ob das die Kirche ist. Das, doch, das ist die Kirche. Das ist der Friedhof, das ist die Kirche. Wir sollen da... Sag mal, bin ich denn vollends verblödet? Ja, bin ich. Ich bin vollends verblödet. Ich bin vollends verblödet. Warte mal, hier, da ist doch... Nee, da kommen wir aber auch nicht lang. Also er sagt, hier, das ist die Kirche. Und dann sagt er da unten lang. Aber wie soll ich denn da lang? Er sagt hier, warte mal. Nee, sagt er auch nicht. Was ist denn? Ich kann ja auch nicht da durch. Nee, geht auch nicht. Er sagt jetzt hier, das muss ja unten drunter sein, oder? Wo ist denn... Warte mal. So, aber... Mann! War die vorher schon da? Nein. Natürlich war die vorher nicht da. War vorher... Nie im Leben war die vorher da. Hör was, aber hört ihr die? Also seht ihr die? Was erzählt denn der da oben? Irgendwo über mir höre ich was. Falsche Knarre. Wo ist denn der jetzt? Ich würde sagen, ich hab ihn. Voll ins Gesicht geschossen. Kommt da noch einer? Ich suche gerade wo. Ich höre was, aber ich sehe sie nicht. Wo denn? Da. Und
würde sagen, total easy, oder? Das Gewehr ist geil. Da kommt noch einer. Lad nach! Krasser Shit! Haha! Die sind überhaupt gar kein Problem. Was? Hört ihr das? Nein, nein, nein. So, erstmal die Schrotflinte rausholen. Also das war schon mal eine geile Investition, das Ding. Da ist irgendwo noch einer. Nein. Ah, eine Schlange. Eine Schlange. Geh weg. Eine Schlange. Da ist eine Schlange. Da ist eine Schlange. Wo ist sie? Böses Tier. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Wie geil ist das denn? So, was machen wir denn jetzt? Herstellen. Was können wir denn da? Pistolenmunition. Ja. So, kann man jetzt die Schlange mitnehmen? Jawohl. Was ist das? Ah, Schießpulver. Das ist gut. So, dann haben wir da noch irgendwas, was wir hier verarbeiten könnten. Was ist denn das eigentlich? Ehrlich gesagt, diese dusselige Granate, die müsste ich eigentlich mal beseitigen. Mal hier noch irgendwas herstellen? Nein, nein, okay. Ich gehe mir mal kurz von dem hier oben das Zeug holen. Aiba, Aiba, Aiba! Nein, nein, nein! Nein! Angenehm, ich heiße Fleck. Wollen Sie sich auch vorstellen? Ja. Noch wer? Da oben wird gebrannt. Das ist eine wahre Freude. Ich warte mal kurz, bis es aufhört zu brennen. Ich gehe mal kurz hier. Warte mal, hier ist noch was. Naja, ist doch gut jetzt. Komm mal her. So. Da oben ist auch einer, oder? War es das? Ich glaube ja. Ja. Ich würde mal sagen, das war fast recht munitionssparsam, was ich hier gemacht habe. So. Die zuckt noch. Nicht runterfallen. So. So viel Geld. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Sehen wir hier noch irgendwo irgendwen? Vermutlich nicht. Warte mal, ich nehme mal kurz die Knarre hier. Lad mal nach. Gefällt mir ganz gut, das Ding. Ja, da haben wir noch was. Jetzt kommt der da. Jetzt, oh shit. Platz da. So, wo ist der andere? Komm mal her. So. Sei nicht so gierig mit dem, also sei nicht so verschwenderisch mit der Munition. Vielleicht brauchen wir sie für einen Boss. Das heißt, vielleicht sollten wir mal wieder hier mit ein bisschen arbeiten. Wir haben so viel davon. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Warte mal, da ist noch irgendwas. Wo soll denn hier noch irgendwas? Da oben soll noch irgendwas sein. Warte mal, ich gehe nochmal eine. Warte mal, wo war das hier? So, warte mal. Da oben ist was, ne? Das da. Oder auch nicht.
Ich würde sagen, oder auch nicht. Habe ich das jetzt. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Das liegt jetzt irgendwo. Keine Ahnung wo. So. Oder liegt es jetzt hier unten? Nein. Ich würde sagen, es liegt unten irgendwo. Da Peabots. Da fasst es. Kann man Schlangen stapeln? So. Ist da irgendwer, den ich pullen könnte? Nein, wir müssen es wohl oder übel entschärfen. So. Freunde, wie wir uns vielleicht zum Fluss durch, zum See durchschlagen und wie uns das Wesen umbringt, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Leon Arca, Mr. Fleck. Tschüssi!